Hallöchen, willkommen zum Teil 4 von meinem Halloween Junk Journal. Hier kann man das also zumachen. Das ist ein bisschen fummelig, muss ich ja zugeben, ne? Das ist echt was fummelig. Aber das geht, das geht. Gut. Ansonsten, ich könnte doch einfach zwei Bändchen machen. Mach ich den Verschluss ab. Ey, das ist noch eine Idee. Weil das ist so echt fummelig. Komm, das machen wir jetzt. Ich habe das nämlich versucht zuzumachen und habe mir fast die Finger gebrochen. Und das ist echt blöd. Ne, komm, dann machen wir das ab. Dann machen wir das ab, wenn wir da dran kommen. Ja. Juhu. Jetzt will das nicht, ne? Na komm schon. Also. Und direkt wieder schön zumachen. Damit man auch weiter benutzen kann. Dann tun wir das einfach da vorne da rein. Dann ist das auch gut. So. Dann tue ich aber auch das Kettchen da rein. Ja, hier, das machen wir weg. Und dann tue ich das Kettchen auch bei dem Verschluss mit da rein. Hätte ich auch dran machen können, habe ich aber nicht. Und ich fummel das jetzt nicht mehr da raus. Basta. So. Und jetzt mache ich da einfach das Bändchen durch. Jawohl. Denn das andere ist viel zu viel Form als ehrlich. Das ist so schlimm. Ja, mache ich das jetzt einfach oder doppelt? Oder mache ich das? Ja, kriege ich denn das da irgendwie fest? Da müsste ich das ja total. Nee, da kriege ich nicht da durch. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Also. Nee, ich mache das einfach. Einmal. Und zweimal. Jetzt mache ich das eine Ende, da regt man Knoten rein. Da zwirbelt sich nämlich sonst viel zu viel auf. Und das gefällt mir nicht. Ich bin mich gerade am Pellen. Und es wird von meiner Haut runterfallen. Nee, ist kein Haut. Nee, das ist Klebstoff. Keine Angst. Toll. Supi. Schnell da durch, bevor der aufgeht. Schnell, schnell, schnell. Komm, geht durch. Also geht doch. Und noch einmal. Boah, ey, das ist schlimm, das ja. Und da zwirbelt sich so was von auf. Tja, so ist fein. Ab zur Seite, jalla. Okay. Dann wollte sich nochmal ein Fädchen lösen. Schön vorsichtig dadurch.
konserviert. Es ist auf jeden Fall mal ein Verschluss der anderen Art. Ist da. Das geht doch. Gut. Okidoki. Dann tun wir hier das. Einfach mal hier hin. Dann hätte ich den gerne. Hier. Gut, und hier will ich was anderes hinmachen. Da hätte ich gerne eine Tasche. Und das ist schöner als das Gruselhaus. Ja. Das gruselige Haus. Und da haben wir, wenn ich besonders relativ fit bin. Komm hoch. So, dann nehmen wir 14, das ist okay. Das sieht nämlich schon noch cool aus, das behalte ich. Daraus könnte man noch ein Tag machen oder so. Gut, dann schneide ich mal hier unten die Schrift weg. Und hier oben der Quatsch, da braucht man nämlich schon nicht. Ich habe hier noch die Ecken ein bisschen abgerundet. Dann nehme ich die große. Habe ich den dafür genommen, den 10 mm. Und jetzt gehe ich da noch ein bisschen rum. Ja, das klappt nämlich gut mit den Nobiliar-Stempelkissen. Die kann man durchaus nutzen. Ne? Ich weiß ja nicht mehr, wo da drin war. So. Und du gehst jetzt darüber und du gehst darüber. Dankeschön. Jetzt nehme ich direkt den Alleskleber dafür. Den Kraftkleber. Warte ich mal ein Sekündchen. Und festdrücken. Der hält nämlich eigentlich schon gut, der Klebstoff. So, und daraus mache ich einen Tag. Düdüm. Dazu mache ich noch hier unten die Schrift weg. Und hier, oder das ist ja, da kleben wir was drüber. Dann passt das. Dann mache ich dann auch noch.
Ne, Moment, das ist ein kleinerer, ne? Das ist der 4 mm. Jo, okay, dann machen wir 4 mm. Wenn das schon so vorgegeben ist, dann halten wir uns da dran. Kein Problem. Denn mit der Schrift, das finde ich ja schon gut. Happy Halloween. Nicht schlecht. Musste ich mal eben einen Schluck trinken. Da ist immer noch die Flasche aus dem letzten Video. Ja, ne, die verwahre ich nicht tagelang. Für euch ist es zwar einen Tag später, aber für mich ja nicht, ne? Jo. Ja, ist doch so. Ja, doch, oder? Doch, ja, habe ich so lustige Sticker. Das Kätzchen wäre nicht verkehrt, ne? Komm, ich mach die jetzt auf. In den Plastikmüll. Ja, muss ich doch. Das ist natürlich jetzt total mit Sugar. Ja, das okay. Was soll das? Das will halt nicht so, wie ich das will. Ja, doch. Machen wir so. Wozu ein Schmierblatt nicht alles gut ist, ne? Aber die Farben passen und ja, warum nicht, ne? Ja. Ach ja, das ist er doch ja nicht kommen. Okay, da hole ich eben den. Wenn ich an den einen nicht dran komme, dann hole ich den. Das ist mir egal. Das ist mir ganz egal. Sieht doch süß aus. Und dann tun wir hier das weg. Obwohl, nee. Da. Da hab ich sie doch. Die ist halt klein, ne? Ich hab
So, keine größere. Ne, die sind alle so klein. Es sei denn hier die. Aber die ist nicht so groß. Wo soll ich die holen? Ich vielleicht. Nee, habe ich nicht. Dann nehme ich die. Komm. Die ist nämlich ein bisschen größer, oder? Doch. Ja, wohl nicht so. Ja, die sind schon noch was zu futschelig. Hol mir die. Ja, aber nur eine. Ich brauche doch nicht drei die ganze Bataillon. Mann. Jetzt kriege ich die nicht mehr da raus, ne? Doch. Gut. Gut. So. Mache ich hier nämlich. Dann. Und an der Schlupp. Ja. Und damit der Schlopp auch wirklich hält, machen wir da einen doppelten rein. Wenn ich die Fummel kriege. Wenn ich den da reinbekomme. Ja. Ist so gut. Ist okay. Ist okay. So, und dann kann ich nämlich die Karte irgendwo festmachen, was ja auch schon mal ganz nett ist, ne? Zum Beispiel hier. Zack. Jetzt hätte ich da aber nicht nur gerne das. Ich hätte auch gerne. Ja. Wo sind sie denn jetzt? Ich hatte doch. Da sind sie doch. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. So eine ekelhafte kleine Gummiflieger. Die finde ich gut. Soll ich die hier drauf tun? Oder soll ich die hier oben drauf setzen? Hier oben drauf wäre ja auch ganz cool, ne? Also schon mit die Befürchtung, das hält nicht. Oh, bleibt abzuwarten. Ich setze jetzt einfach da drauf. Ich finde die nämlich echt cool. Schön fester zusammenpressen. Einen Moment halten. Zack, bumm. Ja, toll. Ich sollte vielleicht auch an beiden Papierchen festmachen, ja. Ja, das ist doch cool, ne? Haben wir da so eine ekelhafte, fette Spinne? Spinne, Fliege. Fliege, Kind.
ist nur eine Fliege, keine Spinne. So. Und der hier, der ist jetzt auch fest. Jo. Da kann ich nämlich dann. Ah, da ist er. Ja, da ist er. Der leuchtet im Dunkeln. Ich finde den echt genial. Und jetzt geht er nicht da rein wie in dem Stoff. Wa? Oh Gott, doch. Die kann man nämlich aufhängen. Ich finde den gut. Ich finde den richtig, richtig gut. Der sieht so schön bescheuert aus. Ja. Gut, da hätte man das. Wir hätten das. Hier ist eine Fliege. Da ist das Ding. Obwohl das Ding, das hängt jetzt ein bisschen die Stadt dran. Das ist auch doof. Dann machen wir das ein bisschen mehr nach vorne. Ja, hin. So. Ja. Und damit das Ding auch ein bisschen besser aussieht. Bleib du auch liegen. Bleib da. Klebstoff hätte natürlich nicht gehalten, das ist ja klar, nur wenn ich mir schon mal was vornehme da. Aber ist egal. Das sollen nämlich Augen sein. Guck, da gucken zwei Augen. Naja, für den einen sind Augen, für den anderen, was weiß ich. So, haben wir noch was für da rein? Ja, da fehlen aber noch Tags, ne? Aber auf Teufel komm raus, fehlen da noch Tags. Ja, die. Da geht nicht. Das ist blöd. Ah, dass die immer hinten drauf so total voll gedruckt sein müssen. So, wo haben wir die erste? Da. Jetzt könnten wir das ja so rum, ne? So rum oder? Ja, doch. So rum. Tun wir das da rein. Da kann man nämlich dann, wenn man das dann, oh, ja, wenn man da den Boden richtig macht, da kann man das nämlich umbiegen und dann hat einer. Na? Eine Geschenkpackung. Ist so eine coole Sache, oder? Und dann tun wir das nämlich rein. Da kann mir ja auch sonst die Schätze reintun, ne? Gut. Da hätte man also schon mal was. Dann. Nee, da ist der Dingsbums, das will ich nicht. Da haben wir hier noch so eine Tech-Tasche, ne? Ja. Über alle Fussel so eine Dünns. Wenn ich das jetzt aufeinander mache, aber nur hier, dann müsste ich aber reinstecken können, oder? Ne, da geht das so auseinander, so blöd, dann flutscht das unten raus. Ne, das ist dämlich. Das ist dämlich. Das ist keine gute Idee. Nein, nein. Tja, weiß ich im Moment auch nicht. Tja, ich habe keine Ahnung. Aber ich tue die schon mal so. Die fallen überhaupt nicht auf da drin, ne? Oh,
Warum kommen mir dauernd die Sicherheitsnadeln runter geflogen? Ich tue die andauernd ordentlich richtig schön weg. Und dann macht der Platsch und da sind sie wieder da. Das ist das Buch. Da ist ein Geist drin. Unter Garantie. Nee. Mir fällt gerade nichts ein. Plakat. Nee, das ist gut. Das ist eine gute Idee, doch. Ist toll. Dann ist eine super Idee. Ich brauche oder? Ach komm, haben wir noch einer. Ja. Sind dann alle drei? Ja. Das sind alle drei. Die sind ja voll cool, ey. Gut. Dann haben wir den nochmal. Einmal. Ja, toll, jetzt haben wir das unter dem Nagel hängen. Sorry. Aber Hüstisch muss auch schon mal sein. So. Das heißt, müsste nicht, aber ist halt so, ne? Also, was der Kussmund hier mit Halloween zu tun hat, oder Totenkopf, keine Ahnung. Echt, ist mir ein Rätsel. Ja, da. So. Ja. Und jetzt das Ding wieder zuschrauben. Ja. Ausnahmsweise hat mal geklappt. Boah, schon wieder die Finger total voll. So. Genau, jetzt mache ich das nämlich hier fest. Dann kann man das nämlich oben reinklappen. Oder so. So, so reicht doch. Ja. Da. Nein! Ja. Die könnten auch unterschiedliche Kappen haben, das wäre besser, ne? Das ist sowieso von einer Firma, was soll der Quatsch? Ja, toll. Was ist da jetzt hin, der nun Fussel? Ah. Geht das wieder nicht, ey. So, ja.
Eine Kreuzspinne. Habe ich auch schon lange keine mehr gesehen. Und als Kind, boah, was gab es Kreuzspinnen? Ich habe schon ewig keinen mehr gesehen. Echt nicht. Kann ich nicht sagen. So. Denn jetzt hat man etwas, wo man eine Botschaft reinschreiben kann. Und das ist doch auch schon mal was, ne? Eine Todesbotschaft ist eine Kreuzspinne. Kreuzspinne gefährlich. Hieß es früher immer. Ich weiß nicht, ob sie wirklich. Also mir hat kein Wattitan. Keine Kreuzspinne hat jemals versucht, mich anzugreifen. Ja. Ich würde ja am liebsten da noch irgendwas machen. Irgendwas. Irgendwas. Ja. Und irgendwann ist mir auch schon wieder eingefallen, ne? Irgendwas. Ist zwar blöd damit in der Lasche, aber. Marschall zu. Dann mache ich die Löschelchen eben zu. Und zwar mache ich die mit Steinchen zu. Könnt mir hier hinmachen. Und dann hat man Tecktaschen. Und wieso sieht das hier so schief aus? Ist das so schief hier oder was hat denn man hier so schief? Ja, dann mal gucken, ey. Ne, das ist schief. Das ist schief. Da geht aber schon mal ja nicht, ne? Ja, voll dumm. Das geht ja schon mal ja nicht. Da. So. Ja. Ich kann nur einfach da aufladen. Naja, ich mache das so. Ich mache das so. So mache ich das. Genau. Und dann klebe ich auch lieber. Halt! Also die Ränder, die durften ja ruhig ein bisschen besser aussehen als, ne? Also frisch abgeschnitten. Das sieht immer blöd aus. Finde ich. So. Düster, düster. Düster, düster. Haben wir nämlich. So. Gott, das quatscht. Ja, raus aus der Tube, das ist halt nicht mehr normal. Und das stinkt. Echt erbärmlich. So, wo habe ich sie jetzt? Ah, da sind sie doch drin. Liegen vor meiner Nase. Und ich sag, wo habe ich sie jetzt?
da und bleibt drauf. Natürlich kommen da kein Blümchen rein. Ne? Durfte ja wohl klar sein. Oh, das ist ein kompletter Dingsbums. Ne? Verstehst du, was ich meine? Eine Reihe. Eine Reihe. Oh Gott. So. Ja. Ich würde aber fast behaupten, da mache ich auch was Klebstoff dran, ne? Hier. Jetzt holt er nicht, ne? Jetzt habe ich mir gleich das ganze Papier mit dem Kleber versaut. Oh Mann, ey. Nein! Sag ich doch. Ich versau mit dem ganzen Papier mit dem Kleber. Das ist kein Tub, den du in der Hand halten kannst. Absolut nicht. Das sind so und die auch am Hals immer so zu, ne? Komm, dann machen wir es da drin nicht. So. Und jetzt noch ein Tröpfchen. Ein ganz kleines. Wenn wir schon faken, als wäre das fest genietet, dann bitte schon richtig. Ja, toll. Kleber drunter. Kleber drunter. So viel ist das. Und hier unten geht das schon wieder los. Oh, ey. Hältst du da drauf nicht? Doch, halt. Jetzt haltet. Oh ja, gut. Dann haltet jetzt auch. Jo. Kann man da nämlich noch was hinterstecken? Ich weiß noch nicht, was. Das heißt, ja, das holen wir mal weg. Dafür müssen wir noch was machen. Und ich denke, das machen wir dann im nächsten Video. Da könnten wir so ein kleines Heft machen, ne? Ein kleines süßes Heft. Und zwar hier raus. Ja, eh, das machen wir auch. Wie viele Minuten haben wir jetzt? 40. Ach komm, zuschneiden kann ich auf jeden Fall noch. Maske. Da ist Maske. Maske ist weg. So ist das Wochenmaske weg. Ja, so ist das Wochenmaske weg. Und hier haben wir die kleine Rundung, ne? Ja, komm. Hier haben wir die 4 mm. Ja.
Ja, toll, tschüss. Ja, und von innen kleben wir schwarz. Ganz genau. Dann kann ich das jetzt nämlich kleben und beim nächsten Mal ist das dann so getrocknet. Das heißt, morgen, also wirklich morgen, nicht nur für euch morgen, sondern auch für mich morgen, dann ist das dann bis dahin so getrocknet, dass ich es weiter bearbeiten kann. Denn für ein Heft, da muss das ja richtig durchtrocknen. Da bringt ja so alles nichts, ne? Ja, jetzt klebe ich mal wieder alles voll. Jetzt soll ich wieder nicht hoch, weil die irgendwo festgepackt ist. Ah, ich bin Idiot. Doch, dann machen wir das so. Machen wir da ein schönes Notizheftchen noch rein. Und dann lasse ich mir bestimmt noch was für einfallen. Ja. Oh Gott. Ich wollte ja eigentlich mehr am Rand, aber das ist jetzt schon eine Mitte drauf. Lassen wir doch da. Wo ist er? Da. Dann lassen wir das jetzt so weit trocknen. Die tue ich wieder in die Hülle zurück, damit nichts drankommt. Ja, rausholen ist immer leicht, ne? Aber da rein friemeln. Die sind weg. Ja. Und jetzt können wir auch immer testhalber zubinden, denke ich. Ist das jetzt zu oder ist das nicht zu? Ist nicht zu. Jetzt habe ich noch was von dem Kleber. Edge. Ob du willst oder nicht. Ich krieg dich. Ja, Annäherung. So. Kann man das nämlich auch richtig zubinden. Und man sieht das auch. Dann sehen wir auch schon über Nacht, ob mein Verschluss überhaupt hält. So, ja. Aber das hält echt. Ich bin unangreifbar. Und das, was die Welt war, das ist weitestgehend weggegangen. Hier ist noch ein kleiner Buckel drin. Und hier noch ein kleiner. Aber ansonsten hat es sich ziemlich glatt gezogen. Und ich finde das richtig schön. Auch die Optik, dass das so ein bisschen geknautscht ist, das finde ich richtig toll. Als wäre ein altes Buch. Doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das, die Bamsel ist natürlich auch Hammer, ne? Okay. Dann sage ich mal in diesem Sinne, ne? Bis morgen, oder? Bis zum nächsten Mal.